Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 4 und wir oder unsere Gruppe wollte zuletzt hier rasten und wir gucken mal, ob es denn auch so ist. Dieser Bannkreis hält die Monster fern. Solange du dich darin befindest, kann dir nichts geschehen. Du kannst dich in einem Zelt oder einer Hütte ausruhen und sogar deinen Fortschritt speichern. Nutzen wir doch mein Zelt, um Kräfte für den Kampf gegen diese Bestie zu sammeln. Sehr cool. Sie schläft schon? Sie muss wirklich sehr erschöpft gewesen sein. Dieses Kind, stammt es aus. Sie ist eine Beschwörerin aus dem Dorf des Nebels. Dachte ich es mir. Ihre Veranlagung ist wirklich außergewöhnlich. Ihr Potenzial ist enorm. Mit ausreichend Studium und Übung sollte sie allerlei Magie beherrschen. Wie lieblich ihr Gesicht wirkt, wenn sie schläft. Sie erinnert mich an Anna, als sie in ihrem Alter war. Anna ist eure Tochter, nicht wahr? Sie ist mein Ein und Alles. Doch irgend so ein Wanderbader hat sie getäuscht und sie ist mit ihm durchgebrannt. Sie verstecken sich auf der Burg Damkyan, weil ich ihr die Liebschaft mit diesem Tunichtgut untersagt habe. Und ihr, was verschlägt euch nach Damkyan? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Damkyan. Eine Gefährtin liegt in Kaipo mit Wüstenfieber da nieder. Verstehe, und du bist nun auf der Suche nach einer Sandperle. Dann seid ihr auch in Eile. Ohne die Perle ist auch ein Magier wie ich gegen das Fieber machtlos. Welche Kreatur haust dort unten im See? Eine gar schreckliche, mit 8 riesigen Fangarmen. Doch wollen wir deine Gefährtin und meine Anna retten, führt kein Weg an dem Ungeheuer vorbei. Ich bete, dass meine düsteren Vorahnungen grundlos sind, doch sollte mich mein Gefühl nicht trügen, ist jede Minute kostbar. Okay, gut, brechen wir auf. Wenn ich jetzt da wieder reingehe, was ist dann? Der Bannkreis erlaubt es, sich in einem Zelt oder einer Hütte auszuruhen, sogar zu speichern. Dann machen wir das doch mal. Da freue ich mich. Ja, das überspeichere ich gerne. Und, ja, wie sieht's aus? Sind die jetzt eigentlich wieder alle geheilt? Oder wie? Oder was? Nee. Auf den Status. 97 von 97. Also alles wieder gut. Alles vom Alten. Das finde ich prima. Trotzdem brauche ich nochmal ihre Sicht, damit ich weiß, wo ich bin und was wir noch brauchen. Gut, dann gehen wir jetzt hier einfach raus. Hier ist anscheinend nichts. Keine Kiste und so. Ne? Nein. Gut, dann gehen wir. Schnell, schnell. Unterirdischer Wasserweg Süden, Untergeschoss 2. Ich nehme mal an, hier kommt das Monster demnächst auch bald. Frostrute. Oh, was ist das Schönes? Das gefällt ihr doch bestimmt. Das macht's auf jeden Fall besser. Intellekt 11 auf 12 und Attacke 5 auf 12. Also, ne? Das mal nix ist. Und wieder der nächste Angriff auf unsere Truppe, aber denen geht's jetzt wieder voll supi. Deswegen ist uns das mal voll egal jetzt. Die hauen wir weg. Die Bösen. Aber das Erinnern, das muss ich mir angewöhnen mit Teller. Die Kreise finde ich ganz gut eigentlich, dass die jetzt hier auch mal da waren, dass man in der Höhle alles nochmal machen muss. Unterirdischer Wasserweg Süden, Untergeschoss 2. 5 Gegengift erhalten. Okay. Sehr gut. Kann man hier lang? Nein. Hier können wir auch angegriffen werden. Aber egal. Nehmen wir in Kauf. Was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Erinner dich mal, Teller. Okay, das hätten wir uns dann im Erinnern auch sparen können. Aber erinnert sich irgendwie an Blitz. Oh, gut. Ich glaube, das Erinnern heißt, Blitz wirkt gut bei diesen Viechern und Eis bei den anderen. Also, dass man halt selber weiß, hey, das hilft oder so. Nimm das, weil das gut ist.
So, wo sind wir? Unterwasserweg, Untergeschoss 3. Jetzt sind wir wirklich ganz weit unten. Wenn hier das Monster jetzt nicht bald auftaucht, dann weiß ich auch nicht. Dann mach mal Blitz auf... Ach, auf alle kannst du dann nimm mal beide. Dann nimm natürlich beide. Jawohl, auf alle drei. Alle weg, alle weg. Juhu. Sehr gut gemacht, Teller. Teller ist praktisch, was das angeht. Echt nicht schlecht. Weiß nicht, wo ich hier langlaufe. Oh, okay. 580 Gil. Na, Kohle haben wir natürlich auch gerne. Was sind das jetzt wieder für Viecher? Okay, greifen wir einfach an. Vielleicht könntest du auch mal... nee. Wenn, dann wollen wir... Egal, gut, dann machen wir es so. Er ist vergiftet. Ist nicht gut. Verliert er auch zu viel HP. Und wir haben Jungfernkuss bekommen. Und Tennisstufe ist angestiegen von 14 auf 15. Juhu! Das wollen wir dann mal gleich ändern hier mit Gegengift. So, dem geht's wieder gut. Das müssen wir ja nicht im Kampf machen. Und hier ist noch eine Kiste. Okay. Bomberfragment aus der Schatzkiste erhalten. Was ist das jetzt genau? Da ist es gewesen. Bewirkt Feuer. Okay, ich würde sagen, solche Items benutze ich gerne dann eigentlich in einem schwierigeren Kampf. Ja, mach mal Vita. Auf dich selber. Und du erinnerst dich. Das Erinnern finde ich gut. Feuiger sogar. Oh. Ach, dann macht er so random irgendwelche coolen Zauber. Aber er hat, glaube ich, ganz schön viel MP dadurch verloren. Das, dieses Erinnern zieht ihm, glaube ich, ganz schön viel MP ab. Oh Mann, das nervt immer, wenn wirklich alle zwei Sekunden sowas. Man kommt kaum ein Stück voran. Das ist ein bisschen too much, ganz ehrlich. Oh oh, wir werden ein Frosch. Nein, keine Wirkung. Sehr gut. Ich ging daneben, wenn ihr ihn vielleicht gerne als Frosch gesehen hättet. Ich aber nicht. Muss nicht sein. Greif mal einfach so an hier. Ist mir egal jetzt. Na, keine Wirkung. Haha. So, verschwinde. Und dann wollen wir nach links. Ja, es ist wirklich übertrieben in diesem Spiel hier mit Kämpfen. Bombardierend sozusagen. Ich glaube, noch mehr als in Final Fantasy 3 oder 8 oder... Also, es ist echt übertrieben hier. Oh, Engel und Stopp hat Lydia gelernt. Das heißt, sie kann wiederbeleben. Unter anderem. So, wir haben es vollständigt und haben drei Zelte haben wir bekommen. Das ist ja geil. Ist hier irgendwas noch? Nein. Wie sieht's aus? Haben wir alles hier mitgenommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, tatsächlich. Gar keine Kisten mehr da. Ich bin komplett richtig gelaufen. Finde ich gut. Und natürlich muss da nochmal ein Kampf reingekloppt werden. Nicht, dass wir noch rauskommen hier. So, mach mal einfach. Schwarz kommt. Nein! Okay, er ist ein Frosch geworden, ist nicht so schön. Keine Wirkung.
Weg mit dir. Nee, das kann nicht sein. Ach, sie ist versteinert oder was? Mach den mal weg hier. So, und jetzt der andere noch, bitte. Nee, das hat nicht gereicht. Die haben eine sehr harte Schale, wie es scheint. Oh, daneben. Dann nochmal der Sissel, bitte. Ja. Und da freut sich der kleine Frosch. Warum ist der grau? Der Frosch. Weiß ich nicht. Wir hatten doch hier was. Genau. Immer der Teller hier, der jetzt dran glauben muss. Vielleicht nochmal ein Item benutzen. Ja. Warum nicht? Unterscher Wasserweg Norden, Untergeschoss 2. Oh oh. Oh oh, was ist hier? Irgendwas Schwarzes, nichts. Wir laufen im Nichts herum. Nochmal Schwarzkunst, dann kann er besser angreifen. Oh oh! Ey, alle werden Frösche, das finde ich nicht so toll. Nicht so geil. Aber das schafft er auch alleine, was drauf ankommt. Jetzt sind sie wieder normal. Na, zumindest der Teller. So, greif mal an. Jawohl. Mit Schwarzkunst ist er halt auf jeden Fall stärker, ist mir aufgefallen. Also es stimmt, es macht einfach nur ihn stärker. Also man wendet es einmal an und in der nächsten Runde greift er halt an. Und solange er das halt für Nebel ist, dann hat er die Schwarzkunst aktiviert und ist damit ein stärkerer Krieger. Das finde ich gut. Auch ein Jungfernkuss. Das ist genau das, was wir gerade brauchen. Ich renne hier trotzdem einfach mal weiter. Keine Ahnung, was hier kommt. Hallo? Man könnte doch hier nicht rennen, wenn da nichts wäre, oder? Oder doch? Keine Ahnung. Ist immer noch ein Frosch, ne? Machen wir dich mal wieder normal. Hallo. So geht's auch. Der kleine Frosch, der sich dann immer jetzt freut. Hä, es muss doch hier irgendwas geben. Die Magie der Weisen ist eine Hilfe, aber wegen Rüdiger bin ich in Sorge. Benutzt mal die Karte hier bitte. Wo sind wir? Irgendwo um nix? Irgendwo um nichts. Laufe ich jetzt wieder zurück, weil ich habe keine Lust, jetzt hier stundenlang rumzukämpfen. Das finde ich irgendwie nicht so toll. Raus mit dir, bitte. Wieder raus. Okay. War das jetzt der Ausgang oder wo? Wie? Wo? Oh. Portion. Ja, ist gut, ey. Mein Gott, hat man hier einen. Das nervt ein bisschen, muss ich sagen.
So, haben wir es dann? Ja, danke. Bin ich jetzt, komme ich wieder zurück oder komme ich weiter? Untergeschoss 1. Wir waren aber schon in 2. Ja. Also, ja. Mhm. Einfach mal normal angreifen. So ein Ding zum Zelt wäre nicht schlecht, so für deren MP. Aber okay. Weg mit dem Fisch. So, jetzt gehe ich wieder nach unten. Und ja, jetzt muss ich mal einmal von ihr die Sicht nochmal benutzen. Ich weiß, es zieht MP, aber es geht nicht anders. Einfach nur geradeaus nach unten. Nee. Eigentlich nicht, weil da ist auch rechts noch eine Karte. Wie kommt man denn da hin? Oder einfach, ich gehe jetzt trotzdem mal nach unten. Weil hier waren wir anscheinend noch nicht. Ja, ist das richtig? Da ist auch keine Karte. Keine Kiste meine ich. So. Mal einer wieder weg. Ich mag nämlich die Dinger, weil die einen so schnell in Frosch verwandeln können. Bei ihm wirkt es Gott sei Dank nicht. Sie ist auch schon wieder vergiftet. Ne, er ist vergiftet. Okay. Ja, ihr kriegt ja schon eure... Was wollt ihr eigentlich hier gegen Gift? Bitte schön. Okay, hier waren wir noch nicht. Man muss hier echt so schnell rennen, wie es nur geht, ganz ehrlich, damit... Damit wir hier schneller vorankommen. Weg mit dem Fisch, immer noch. Unterirdischer Wasserweg, Süden, Untergeschoss 2. Bin ich jetzt doof? Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen? Hä, das kann doch nicht sein. Oh, ich mache jetzt mal einen Cut kurz und bin gleich an der Stelle, wo ich sein soll. Sonst ist der Park gleich vorbei und wir haben 1000 Kämpfe nur gesehen. Also bis gleich. So, anscheinend bin ich angekommen beim richtigen Ausgang, wie auch immer. Hier gelangen wir zurück an die Oberfläche. Das Ungeheuer haust unterhalb des Wasserfalls. Es wäre ratsam, noch einmal ein Zelt aufzuschlagen und zu Kräften zu kommen. Das finde ich auch. Ich habe nämlich jetzt die ganze Zeit gekämpft mit denen. Deswegen gehen wir einmal raus. Bin aber verwirrt, wo wir auch gerade sind. Wir sind natürlich jetzt ganz woanders. Und wir schlagen ein Zelt auf. Wir machen es genauso, wie er gesagt hat. Das machen wir jetzt mal zusammen. Ah, ist das schön. Mit dieser tollen Zeltmusik. Oh, das ist so schön. Was ist aber jetzt der andere? Natürlich speichere ich mal. Ich sollte mal echt speichern. Ja, wir wollen das überschreiben. Oh, Level 15, 18 und 16 schon. Das ist gut. Das ging schnell. Was ist jetzt hier? Unterirdischer Wasserfall. Na, wenn hier nicht das Monster ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, es wird wahrscheinlich hier sein. Ich gehe mal hier nach oben links. Einfach mal nach Gefühl. Aber hier ist es Strom. Hier ist gegen den Strom. Oh. Es gibt kein Zurück mehr. Die Bestie erwartet uns unten. Den Wasserfall hinabspringen? Ja! Ja, wir machen es. Wir trauen uns.
Unterirdischer See, Untergeschoss 2. Huhu. Was erwartet uns hier wohl? Erstmal wieder... Oh, mal ein bisschen Abwechslung hier bei den Kämpfen. Wir machen einfach mal. Wir können jetzt wieder gut zaubern, das finde ich gut. Alles wieder aufgefüllt. Aber das hilft nicht so viel. Da muss Magie her. Blitz ist, glaube ich, bei diesen Quabbel-Schwabbel-Dingern immer ganz gut. Jawohl. Lydias Stufe ist wieder angestiegen. Ist wieder schnell weggemacht. Das ist nicht schlimm. Hallo. Monsterchen. Monsterchen, bist du hier? Okay. Keine Ahnung, wo ich hier überall langlaufe mal wieder. Ach ja, die Untoten. Die hatte ich gerade eben schon. Ich mach mal Schwarzkunst. Und Blitz. Die können einen vergiften. Das ist nicht so toll. Macht nicht so viel Spaß. Die mal weg. Wieder einer weg. Kannst du Medica machen? Genau, das wäre super. Obwohl, wir müssen keine MP verschwenden. Gegen. Nee, obwohl, davon haben wir auch nicht mehr viel, ne? Na gut. Wer hat's denn jetzt? Teller selber. Achso. Hier, und du kannst auch mal normal angreifen. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Ja. Bitte jetzt nicht nochmal auf Rydia. Das wäre gemein. So, weg mit ihm. Sehr gut. Wo war ich? Ich wollte hier lang. Man vergisst immer in den Kämpfen, wo man langlaufen wollte. Das ist so blöd. Wo sind wir hier jetzt wieder? Unterirdischer See, Untergeschoss 1. Ey, ich werde wahnsinnig hier in diesem Labyrinth. Keine Ahnung, wo, wie, was ich bin. Oh, hier sind aber auch zwei Truhen, die ich noch nicht hatte. Also bleibe ich mal hier eh. Und sammle die auch nochmal mit ein. Eine da und eine da. So war ich hier noch nicht. Ha, das ist Rüstung. Oh. Oh. Was haben wir denn hier Schönes jetzt? Dunkelrüstung, Hadesrüstung. Und das wird dadurch besser. Dann nehmen wir die doch gleich mal. Hier ist aber noch eine Kiste gewesen. Da ist die andere. Hermesstiefel. Oh, Hadesrüstung und Hermesstiefel. Das finde ich cool. Nicht schlecht. Was wollte ich jetzt Hades? Was hatten wir? Nee, nichts für ihn. Das ist nicht besser. Hatte ich nicht... bin ich jetzt doof? Ist das nicht für ihn? Nicht für dich? Ist eine Route eigentlich besser? Intellekt wird dadurch besser, aber Psyche und Attacke wird schlechter. Irgendwas für ihn noch hier? Nee, das wird nur schlechter. Dann für sie vielleicht? Nein. Nichts, nichts, nichts haben wir. Wird alles nur schlechter. Okay. Dann, da ist das Monster. Darum kümmern wir uns im nächsten Part, Leute. Bei Final Fantasy 4, endlich bin ich am Ziel dieses Parts angelangt. Eigentlich dachte ich, wir schaffen es noch, gegen ihn zu kämpfen. Aber egal, machen wir im nächsten Part. Bis dann, Leute.